Gehüpft wie gesprungen, auf gut wienerisch übrigens kupft wie katscht, ist eine Trophäe, die nichts Neues im Uncharted-Universum darstellt. Für die Bronze-Trophäe müsst ihr nämlich 10 Gegner in Folge abwechselnd mit Schüssen bzw. Nahkampf besiegen. Grundsätzlich eine Trophäe, die ihr an so ziemlich allen Stellen des Spiels eigentlich irgendwie machen könnt, mit der Voraussetzung, dass es sich um eine Kampfszene handelt, bei der ihr einerseits Zugriff auf Waffen habt und andererseits mindestens 10 Gegner auf euch hereinstürmen. Fragt mich ehrlich gesagt nicht warum, aber ich habe eine eindeutige Präferenz, wo ich euch empfehlen würde, diese Trophäe zu holen. Falls ihr meinem Weg folgen wollt, dann ladet einfach das 8. Kapitel unter dem Titel Das Grab von Henry Avery und dort den Kampfabschnitt Ruinen. Aus welchem Grund auch immer, ich kann meine persönliche Präferenz an dem Grund nicht einmal wirklich erwähnen, beziehungsweise begründen. Ihr habt hier eine Menge Gegner, nämlich eindeutig über 10. Ob ihr jetzt mit einem Nahkampfangriff oder mit Schüssen anfängt, ist absolut egal. Wichtig ist, dass ihr insgesamt 5 Gegner mit Nahkampfangriffen und 5 Gegner ausschließlich mit Schüssen. Ihr dürft das Ganze nicht vermischen, so wie bei anderen Trophäen von bisherigen Uncharted-Spielen ausschaltet. Und dass ihr wirklich darauf achtet, dass diese Angriffe immer abwechselnd erfolgen. Sollte euch dabei irgendein Missgeschick passieren, ist es überhaupt kein Problem, einfach den kompletten Kampf über das Pausemenü neu zu starten und das Ganze noch einmal zu probieren. Es dauert ja glücklicherweise nicht besonders lang. Wichtig ist außerdem, ihr dürft auf keinen Fall ins Menü zurückkehren, sondern müsst das Ganze in einem Durchgang machen. Verlässt ihr nämlich einen separat angewählten Kampf, sind eure Erfolge bzw. eure Fortschritte zu den Trophäen nicht gespeichert worden. Autsch! Ich hoffe, dass ich euch auch bei dieser Trophäe ein kleines bisschen unter die Abenteurerarme greifen konnte. Wenn das so war, dann lasst mir doch vielleicht einen klitzekleinen Teil eurer Arme da, nämlich den Daumen idealerweise und nicht den Mittelfinger, oder vielleicht sogar gleich ein Abo, damit ihr in den nächsten Wochen und Monaten andere Trophy Guides zu Spielen wie Uncharted 4 bzw. den nächsten großen Blockbuster aus dem Spielejahr 2016 sehen könnt.